Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Wir sind immer noch hier im Weltraum unterwegs und wir wollten in diesem Part jetzt dort hinten diese Peilsender finden. Das war ja dieser Part, den ich schon bei Vorzocker gesehen habe. Ich gebe mal hier ein bisschen Gas, während ich noch ein bisschen gerade einhändig spiele. So, jetzt bin ich wieder voll und ganz für euch da. Meine LB-Taste klemmt aber immer noch irgendwie leicht. Ist etwas doof, aber naja. Oh, da ist eine Mine. Abgewehrt. Und da ist ein Satellit. Da ist ein Flugschreiber drin. Ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay. Mal sehen, was ich finden kann. Okay. Ach, ich muss ins Schiff selbst. Ah, das ist ein Necromorph. Ein kleiner Lurker. Ein kleines Hunde-Necromorph-Vieh, wie wir ja wissen. Die Lurker sind ja keine Babys mehr, sondern jetzt Hunde. Und... ja, okay, im Weltall kann ich sie nicht looten. Schon irgendwie peinlich, wenn man bei so einem Horrorspiel daran denkt, die Gegner zu looten. Hä? Den habe ich doch. Die sagt mir die ganze Zeit, ich soll hier hin. Ja. Ja, wahrscheinlich muss ich die selbst suchen. Hä? Da ist ja noch einer. Wo ist denn der andere hin? Wo ist der andere hin? Na, der ist auf jeden Fall tot. Aber wir haben hier noch ein paar mehr Minen, die natürlich tödlich für mich sein können. Deswegen ich die gerade mal so aus dem Weg räume. Ja, wir haben noch 3 Minuten Luft. Das hier wird natürlich in Sekunden angezeigt. Ach, ich bin gerade schon richtig. Ich versuche mich die ganze Zeit zum Boden hinauszurichten und dann bin ich schon zum Boden hinausgerichtet. Deswegen fliegen wir mal kurz zu einem Luftteil hier hin. Ich brauche ein bisschen Sauerstoff. Danke. So, jetzt habe ich wieder meine ganzen 5 Minuten Sauerstoff. Und da finden wir einen weiteren Flugschreiber. Yay, noch ein Teil gefunden. 2 von 3 Objekten gefunden. Und hier hinten muss noch irgendwo eins sein, da vorne. Dann haben wir ja schon alle. Ich bild mir gerade Necromorphs. Oh, da ist einer. Das ist so ein dummer Lurker. Da unten ist noch ein Lurker. Stirb. Ja, ich weiß, das ist nicht so effektiv, wie wenn ich auf die Gliedmaßen schieße. Oh, er ist auch schon tot. Naja, oh, da ist immer noch einer. Egal, ich nehme erstmal den Flugschreiber. Harry, ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Wieso treffe ich den nicht? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bahn. Komm schon. Das sollte aber kein Problem sein. Ja, das sollte kein Problem sein. Der fliegt irgendwas weg, das will ich haben. Autsch. Erstmal noch ihn erledigen. Boah, ich hasse diese Lurker. So, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Melanie schreit hier im selben Raum rum, weil sie irgendwie auf Eiersuche ist. Denn zu diesem Zeitpunkt ist es gerade Ostern. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Wir kümmern uns eher jetzt hier um Dead Space. Ah, nebenbei. Ist also diese Welt, auf der wir sind, also dieser Eisplanet, ein Mond oder ist das der Mond des Eisplaneten? Fragen über Fragen. Tau Volantis heißt der Planet. Ich frage mich, ob ich, wenn ich nah genug daran fliege, ob ich dann auf den Planeten stürze. Ach, das ist, glaube ich, etwas, was wir wann anders mal herausfinden sollten. Irgendwann mal. Vielleicht in einem Off-Panel-Part. Na gut, ich will es herausfinden. Kann ich umkommen, wenn ich da runterfliege? Irgendwann müsste ich ja in die Atmosphäre stürzen. Ich werde wahrscheinlich eher jetzt die Luft verlieren. Ah, finden wir es mal heraus. Hm, naja. Es gibt anscheinend eine unsichtbare Wand. Ist ja langweilig. Na gut, das hat man wahrscheinlich für in beide Richtungen gemacht, damit man nicht aus dem Planeten, dass man nicht zu weit wegfliegt. Aber auch gleichzeitig nicht, damit man auf den Planeten fliegt. Wobei, das hätte man in einer schönen Todesanimation. Und ich meine, in Dead Space hat man ja sehr viele schöne Todesanimationen. So, wo war jetzt hier der Eingang? Und ich bitte gerade die Person in diesem Raum, etwas leiser zu sein, damit das doch irgendwie ablenkt. Danke. So, ich muss hier rauf. Die Person in diesem Raum nervt immer noch. Ist ja schlimmer als die Necromorphs hier.
Mann, ist das nervig. Na egal, wir machen hier weiter. Und öffnen diese Schleuse. Ja, hier ist jetzt wieder Luft drinne. Schade, dass jetzt nicht mehr Ende Vakuum sagt. Das fehlt mir irgendwie. Das gehört irgendwie auch zu Dead Space dazu. Ja, waren wir hier nicht schon mal? All is lost. Kommt mir bekannt vor. Öffnen wir hier die Tür. In Bearbeitung. Yay. La 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 la. Ah, hier mal wieder eine Anzugstation. Auf die warte ich ja schon die ganze Zeit. Damit ich endlich Anzug wechseln kann ich nicht, weil ich irgendwie noch keine Anzüge. Wahrscheinlich erst, wenn ich durch... Ja, könnte ich mir jetzt... Wenn mir jemand Mass Effect 3 für den PC schenken will, dann könnte ich einen Anzug wechseln, aber da ich gerade sehr viel vorproduziere, bringt nichts. Gut, ich kann auf jeden Fall mal meine Trefferpunkte erhöhen. Ich brauche mehr Wolfram. Aber ich kann meine Luft erhöhen. Ich habe jetzt meine Luft maximiert. Und ich erhöhe mal meine Panzerung. Gut, dann habe ich meinen Rig jetzt einiges verbessert. Meine Stase. Na. Chinese. Ja, vielleicht benutze ich das doch mal. Stase benutze ich ja wirklich nie, also lasse ich das mal. Ich hätte wirklich gerne einen anderen Anzug. Mann, das ist echt doof. Naja. Ach stimmt, da sind wir rausgegangen. Hä? Ach, ich muss zu der Werkbank, oder? Ja, genau, ich muss an der Werkbank jetzt was zusammenbauen. Flugschreiber, 3 Teile, herstellen. Das hatten wir ja schon mal gemacht. Jetzt haben wir Militärantrieb, neue Platine gefunden. Ja, genau, ich habe so viele Platinen gefunden. Die ich jetzt mal hier reinbauen sollte. Verdammt, ich habe nicht genug Wolfram. Ich habe den ganzen Wolfram ausgegeben. Ich erinnere mich, gerade eben. Die plus 1 Schaden mache ich mal weg. Ich mache dafür eine andere plus 1 Schaden mit größerem Clip. Ja, ihr seht, ich mache ja sehr viel Schaden. Hier mache ich weg und plus 1 Schaden mit besserer Feuerrate. Das passt. Mal die andere Waffe ein bisschen basteln, nachladen. Hier kann ich doch einfach nur eine plus 1 Schaden reinpacken. Und Feuerrate, ja, nachladen. Hier nachladen und Clip. Ich habe sehr viel mit Nachladen bei der anderen. Die lädt sehr schnell nach. Ansonsten Waffen herstellen. Was kann ich mal hier so? Militärantrieb. Na, brauche ich nicht wirklich. Ich glaube... Ja. Ja, hier Munitionssammler ist ja schon gut. Aber die anderen sind eher so für Koop, dass ich hier jetzt nicht mache. Und Melanie möchte sich ja nicht Dead Space 3 holen, damit wir Koop spielen können. Sie zeigt mir gerade den Stinkefinger. So. Ich glaube, ich baue mal eine neue Waffe. Nehmen wir mal einen schweren Standardrahmen. Ja. Und Militärantrieb, Plasmakern, Tesla-Kern, ja. Ein unteres, was könnten wir da mit drehen? Drehen ist gut. Bei den Spritzen, ja, kann ich nichts herstellen. Das heißt, da kann ich natürlich auch nichts. Erweiterung, ja gut, hier eine Stasehilfe und da oben eine medizinische Hilfe. Habe ich bei den anderen eigentlich komplett die Erweiterung? Egal, hier baue ich auf jeden Fall schon mal, die normale Schaden, hier Normalschaden und, ja, da passt nichts. Clip baue ich hier rein und Nachladen und Feuerrate. Ja, die Waffe baue ich gerade echt nur aus Spaß. Oder ich könnte hier noch einen Plasmakern ranbauen. Aber, ne. So gefällt die mir eigentlich. Ist jetzt echt, wäre jetzt echt lustig, wenn die genauso ist wie die zweite. Na, nicht ganz. Ne, die sieht doch ein bisschen anders aus. Ich werde auf jeden Fall mal den Plan den Plan erstellen. Und dann ist die Waffe jetzt fertig und ich speichere die im Safe. Gut, im Safe gespeichert. Ja, ich habe einen neuen Plan. Ich könnte jetzt auch einfach eine Schrotflinte bauen, aber wer will die schon? Ein Ausweider. Ein Ripper, speziell für Koop, der innerhalb seines Schwebefeldes eine modifizierte elektrische Ladung ausgibt. Hörst du, Schatz? Es gibt sogar Waffen für Koop. So, ah ja, hier. Das kann ich auch noch verkaufen, damit ich noch ein bisschen Energiewandler kriege. Ich hätte aber gerne Wolfram. Ach stimmt, ich habe hier noch diese Maschinenpistole und hier die schwere Standardrahmenstrahlenkanone mit Drehmanschettenmodul.
Nehme ich das hier mit? Ja, ich nehme noch das Highpack mit. So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert. Wir fliegen zum Planeten. Ellie, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können, und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten, und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Carver, eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance, und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Okay, dann machen wir mal das. Was Isaac gesagt hat und Ellie gesagt hat. Sind wir eigentlich verrückt? Wir sollten hier wirklich verschwinden und uns auf irgendeinem einsamen Planeten zur Ruhe setzen. Nein, wir gehen hier los. Und werden wahrscheinlich noch dort unten umkommen. So, ab ins Weltall. Boah, 420 Sekunden. Das sind 420 durch 60, 42 durch 60. Das, ne, 420 durch 60, also 42 durch 6. Boah, ich merke gerade, ich bin im Ferienmodus. Das nennt sich Mathe-Stundenende, aber ich bin sowieso immer sehr schlecht im Kopfrechnen. 8, ne? Ja, 8 Minuten. So, wir machen hier mal auf, damit wir in das Shuttle reinkommen. Oder 8 Minuten? Ne, eher 7. 7 Minuten. Ja genau, 7 mal 6 ist 42. So, Transfer, okay. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als wäre sich unser Flugfenster. Gut, ich komme an Bord. Gut, wir gehen jetzt noch an Bord. Und gucken mal, was uns dort drinnen erwartet. Bestimmt ein paar Necromorphs, die sich hier reingeschlichen haben. Bestimmt diese Explodierviecher oder Lurker. Irgendwas, was mich ärgert. Ein Unsterblicher, bestimmt ein Unsterblicher. Irgendwas, was mich richtig ärgert. Wollen wir Wetten abschließen? Irgendwas, was mich ärgert. Geht die Tür auch mal auf? Ah, endlich. Ach, ich liebe den Anzug. Ach, Isaac, was ist los? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Nein. Das Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeiger auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Ja, irgendwie haben sie jetzt anscheinend durchgehend diese Rigs hinten drauf. Beim ersten Teil wirkte es noch nicht so, als wäre das so nötig. Und den wahrscheinlich noch da rein. Boah, ich rutsch grad mit meinem Stuhl irgendwie weg. Und jetzt? Du musst sie nur drehen, wenn sie an Ort und Stelle sind. Ah, ich muss sie drehen. Achso, ich muss länger gedrückt halten. Die Nadel ist gut. Das wär's. Der Druck steigt an und bleibt stabil. Bereit, wenn du es bist. Ja, dann machen wir hier auch erstmal wieder einen Cut und werden im nächsten Part dann auf den Planeten runterfliegen. Genau die Stelle, auf die ich mich nicht wirklich freue. Also, bis dann!